Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wollte euch heute gerne eine App vorstellen. Und zwar ist die übelst praktisch, weil, also ihr habt bestimmt schon den Titel gesehen, und zwar geht es um Briefe, also Postkarten. Und zwar, bei mir ist es immer so, dass ich finde Postkarten sehr, sehr schön und ich würde sie auch öfter verschicken, aber im Urlaub, ich weiß noch einmal, da war ich in Miami, im Flughafen in Miami noch eine Postkarte geschickt. Weil ich es nie auf die Reihe bekomme, weil irgendwie aus irgendeinem Grund, es ist überhaupt nicht kompliziert, aber aus irgendeinem Grund bin ich zu faul, wirklich mir eine Briefmarke zu holen und das alles zu machen. Deshalb wollte ich euch eine App vorstellen und die ist perfekt für Weihnachten, wenn ihr da irgendwie zum Beispiel jemandem, der weit weg ist oder sowas, einfach nur so einen Gedanken schenken wollt. Und zwar könnt ihr demjenigen eine Postkarte verschicken über eine App. Und die ist ganz cool, weil ihr könnt zum Beispiel aus euren eigenen Fotos, die ihr mal gemacht habt, vielleicht auch mit der Person oder so, eine Collage zusammenstellen. Und die App, ich blende euch das mal, glaube ich, hier rechts ein, wenn ich es hinbekomme. Ansonsten könnt ihr euch die App auch runterladen und gucken. Da muss man sich einfach nur mit der E-Mail registrieren. Das kostet überhaupt gar nichts. Man kann so zusammengeklappte Postkarten machen oder einfache Postkarten. Genau. Ich habe meiner besten Freundin eine geschickt und dann habe ich meinem besten Freund eine geschickt. Und mein bester Freund weiß es aber nicht, weil der ist gerade nicht in Deutschland. Deswegen habe ich mir die Postkarte nämlich mir geschickt, die eigentlich an meinem besten Freund ist. Genau. So, ich halte es mal eben zu, weil da ist meine Adresse jetzt offensichtlich drin. Briefmarke und alles ist drauf, müsst ihr alles gar nicht machen. Ich habe das einfach nur mit der App auf dem Handy gemacht, weil ich weiß nicht, Apps sind viel praktischer, kann man voll und gut unterwegs machen. Ich glaube, im Titel steht's, aber ich habe gar nicht erwähnt, wie diese App heißt oder Webseite. Und zwar heißt die Webseite Pokermax, wie auch immer man das aussprechen möchte. Genau, ich zeige euch jetzt mal diese Postkarte. Ich habe sie auch noch nicht aufgemacht. Ich habe die am Sonntag bestellt und sie ist gestern angekommen. Das heißt, wahrscheinlich Montag wurde sie erstellt und dann weggeschickt und jetzt ist am Mittwoch halt da gewesen. Genau. Das sieht sehr, sehr schön aus. Vor allem, ich hatte voll Angst, das ist ein iPhone-Bild von mir. Also iPhone von einem Polaroid-Bild abfotografiert. Seht ihr vielleicht hier. Übelst schön. Also so ist die Rückseite. Man kann so ein Design aussuchen für die Rückseite. Und hier ist dann das Bild. Ich hatte Angst, wollte ich sagen, dass das Bild dann verpixelt ist, weil es ein iPhone-Bild ist. Aber es ist überhaupt nicht. Es ist voll scharf. Also es ist ganz cool. Ich habe da auch nur ein einzelnes ausgesucht. Für meine beste Freundin habe ich so eine Collage gemacht. Bei ihr ist sie allerdings leider noch nicht angekommen. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Das ist ein bisschen komisch, dass das dann... Also ich wüsste nicht, wieso das länger dauert. Naja, genau. Und hier drin habe ich dann einen kleinen Text geschrieben. Und zwar... lieber Roger, ich wünsche dir wunderschöne Tage zu Hause und frohe Weihnachten. I love you, Linda. Fühlt sich sehr, sehr stabil an. Ihr wollt bestimmt auch wissen, wie teuer das alles ist. Und zwar, wenn man eine ganz normale Postkarte abschickt. Warte mal ganz kurz. Okay, also ich habe jetzt mal eine Karte erstellt. Und zwar habe ich sie jetzt erstellt. Es sagt, dass es heute, am 21. Dezember, wird abgeschickt. Das heißt, es wird ja morgen sogar noch ankommen. Was ich echt cool finde. Vielleicht lag es auch daran, dass ich es am Sonntag bestellt habe. Ich versuche es jetzt mal abzuschicken. Und zwar kostet sie 2,49 Euro. Ich habe es nämlich komplett vergessen, wie teuer das ist. Genau, aber dafür habt ihr auch die eigene erstellte Karte mit dem Design drauf. Dafür habt ihr euer Bild. Und ihr müsst irgendwo eine Briefmarke holen und selber irgendwo hinlaufen. Das ist auf jeden Fall das Positive bei mir, weil ich würde es nie auf die Reihe bekommen. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Also allgemein bin ich sehr, sehr zufrieden mit dieser Webseite. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie in so einem coolen Umschlag kommt. Also, weil das ist auch sehr, sehr praktisch, weil mein Briefkasten war völlig irgendwie eingefroren und durchgeweicht. Aber diese Karte ist komplett ganz noch. Nee, weil ich finde es cool, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Layouts und sowas von den Bildern und so. Finde ich schön, dass man das so persönlich gestalten kann und noch eine kleine Nachricht dazu schreiben kann und so. Da kannst du auch so verschiedene Farben und verschiedene Schriftarten und sowas auswählen. Ja, ich kann leider langsam nicht mehr reden. Weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin auch ein bisschen erkältet. Deswegen, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht habt ihr ja Bock, da mal nachzugucken bei dieser Webseite oder diese App runterzuladen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal benutzen, weil ich finde es echt sehr, sehr cool. Tatsächlich, sage ich aus reiner Überzeugung. Mich würde es ja wirklich mal interessieren, weil jetzt hier stand, wird 21. Dezember weggeschickt, ob es dann tatsächlich morgen oder Freitag da wäre. Beziehungsweise Samstag? Samstag? Freitag? Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich das gleich mal. Schreibe ich in die Infobox morgen, ob das da war. Wäre ganz cool.
Genau. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns noch vor, bevor ich wegfliege. Aber ich bin mir gar nicht sicher, weil ich fliege am Samstag weg und jetzt kann ich gerade gar nicht mehr reden. Ansonsten sehen wir uns, wenn ich in Miami bin. Ja, krass. Okay, bis dann. Ciao.